Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Horizon Forbidden West. Mein Name ist Dr. Skill. Wir gleiten ein bisschen, wir haben ein paar Sachen zu erledigen. Was mich aber auch sehr interessieren würde, ist eben diese Geschichte um diese Schnellreisepakete, wie teuer die wirklich sind. Einfach um ein Bauchgefühl zu haben, ob es immer wert ist, die zu benutzen oder eher nicht. Ja, da könnt ihr auch hinsetzen und ein bisschen Zeit verwahren lassen. Vorrat offen. Ist das unser allgemeiner Vorrat? Wirkt so. Ja. Ich würde mich mal hinsetzen wollen. Bisschen Zeit vergehen lassen. Ich finde es in der Dunkelheit immer nicht so angenehm. Ach, das ist jetzt Zeit vergehen lassen. Achso, ich muss noch drauf drücken. Wir können die Zeit auch so. Ne, ich hätte gerne morgen in der Früh. Dann haben wir nämlich den ganzen Tag Zeit, um Sachen zu machen. Ich finde das Spiel nämlich hell ein bisschen angenehmer. Da sehen wir halt auch mal, wo die Gegner sind und so weiter. Gut, dann lass uns mal wieder auf die Karte schauen. Das ist die bekannte Siedlung, die wir kurzen Abstecher machen wollten. Und dann. Ja. Dann geht's hier weiter runter. Gehen wir wohl hier runter. Ja, genau. Schauen wir mal, wo ist denn unser Reittier? Und immer von der Richtung, wo wir nicht hinschauen, ne? So. Da drüben. Halten wir mal hier durch und schauen uns das Ganze an. Da sind auf jeden Fall Leute. Doch nicht mehr so unbewohnt, wie ich dachte. Wie weit kommen wir mit dem hier? Wahrscheinlich bis vor die Haustür. Stärke sei mit dir. Die sind nett. Mögest du. Schauen wir mal. Bleib hier. Glaube ich, zu Fuß leichter einen Weg hochzukommen. So, Pfeilhand. Gut, haben alle mit uns geredet? Die können wir doch, oder? Hört zu, ohne Herzen kriegen wir kein Wasser, dann sterben alle. Was ist los? Ich gehe zurück zu dem Pferchen. Ich nehme die Maschinen selber aus. Das waren Maschinen? Eine Ostländerin mit blutroten Haaren. Die Fremde, die das Bollwerk niedergerissen hat. Du hast Regala besiegt und ihren Streiter Grudda getötet. Beide gehörten zu uns. Ich heiße Aloy und ich bin nicht auf Ärger aus. Hm, vielleicht könnten wir aber Ärger brauchen. Meine Leute ernten da draußen eine große Herde. Wir sammeln die Herzen, schicken sie in die Hauptstadt, werden in Wasser bezahlt. Es wird jedes Jahr schwieriger. Tödliche Maschinen verteidigen die Herde. Der letzte Angriff kam, als wir die Herde einpferchten. Sind fast alle draufgegangen. Aber unsere Beute ist noch in dem Pferchen, also kann ich ihre Herzen gegen das Wasser eintauschen, das wir brauchen. Wenn du alleine da rausgehst, wirst du umgebracht, Draka. Ich gehe nicht allein, Kaplan. Die große Streiterbezwingerin kommt mit. Vielleicht beantwortest du mir erst ein paar Fragen. Du hast gesagt, die Hauptstadt gibt euch Wasser. Sie gibt nicht. Wir zahlen Maschinenteile als Tribut. Herzen sind am wertvollsten. Alle anderen Wüstendörfer handeln mit Rohstoffen. Doch die Hauptstadt von Brennspeer ist die einzige mit dauerhafter Wasserversorgung. Hier im Trockenland ist das, als würden sie über Leben und Tod entscheiden. So ist der Lauf der Wüste. So haben wir immer überlebt. Ja. Was weißt du sonst noch über die Herde? Ist schon seit Jahren da. Wir sammeln nur die Teile, die wir brauchen. Nichts weiter. Es tauchen immer neue Maschinen auf, die unsere Beute ersetzen. Was ist mit den Killermaschinen, die du erwähnt hast? Sie bewachen die Herde. Je mehr wir töten, desto mehr werden sie. Anfangs Sägezähne, dann Verwüster. Jetzt ein verdammter Donnerkiefer. Er griff uns an, als wir die Herde einpferchten. Ich musste die Hälfte meiner Jäger zurücklassen. Nur die hier haben überlebt. Klingt, als würdest du deine Kommandantin nicht mögen. Um in der Wüste zu überleben, muss man disziplinierter sein als andere Clans. Also mag sie Recht und Ordnung gern. Aber du nicht.
Ihre Auffassung nicht. Das ist Befehlsverweigerung. Muss dehydriert sein. Du bist ein Kaplan, wie Decker. Hast du Decker getroffen? Als ich noch einen Trupp hatte, waren ihre Klingen etwas Besonderes. Und während sie jetzt die Tiefländer berät, berate ich den Wüstenclan. Diejenigen, die mein Alter erreichen, sollen ihre Weisheit mit den Jungen teilen. Sollen sie auf dem Pfad des Kriegers halten, wenn er von ihrer großen Sturheit verdeckt wird. Du bist nicht wütend, dass ich mit Regala kämpfte? Die Wüste respektiert Stärke. Warum sollte ich das nicht auch tun? Ich würde von ihren Anhängern allerdings nicht dasselbe erwarten. Ich helfe dir, die eingepferchten Maschinen zu ernten. Vermutlich solltest du das nicht allein machen. Dein Dorf scheint dich gerade zu brauchen. Ich mag sie. Eine Fremde nach meinem Herzen. Wir können jetzt gehen oder uns an dem Außenposten im Südosten treffen. Machen wir's jetzt. Ich gehe mit dir. In Ordnung. Gehen wir zur südöstlichen Schlucht. Mögen dich die Zehen beschützen. Ich warte auf dich und erstatte der Hauptstadt Bericht. Ja, tu das. Und auch gleich nochmal wegen diesem Schnellreisepaket schauen. Je schneller wir diese Herzen haben, desto schneller bekommen wir Wasser. Nur herein. Und du. Unglaublich, dass eine Fremde uns hilft, unser eigener Clan aber nicht. Und Yetaka wagt es mir zu sagen, dass die Kommandantin einen guten Grund hat, streng mit Wasser zu sein. Glaubst du das nicht? Du reitest die Regale auf Maschinen? Ich glaube, dass sie immer über die Wasserknappheit in der Wüste redet. Aber verdurstet irgendwer in Brennspeer? Oder ihr eigener Trupp? Nein! Ich glaube, sie waschen sich damit die Hände. Unser Clan sollte von jemandem angeführt werden, der sich mit Mangel auskennt. Der weiß, wie man ums Überleben kämpft. Ich vermute, du meinst dich selber. Ich lebe seit jeher am Rande der Wüste. Ich habe um jeden Schluck Wasser in meinem Leben gekämpft. Ich weiß, dass ich der bessere Kämpfer bin. Und ich bin hübscher. Aha. Ich würde dafür sorgen, dass alle genug Wasser haben, egal aus welchem Dorf. Hat Yetaka nicht gesagt, dass ihr ohnehin zu wenig habt? Da würde mir schon was einfallen. Es gibt immer eine Möglichkeit. So kann man das Ganze auch sehen. Gut. Netter Plan. Ah, wo denn? Ich brauche mehr Munition. Mir nach. Mal gucken, was er vorhat. Oh, gibt's einiges hier. Bitte entschuldige das Durcheinander. Unsere Soldaten bereiten sich hier darauf vor, die Maschinen in die Schlucht zu treiben. Du darfst dir alle Vorräte nehmen, die du findest. Oh. Vielleicht brauchst du sie für den Kampf. Danke. Hat er jetzt gesagt, ich soll das nicht machen. Schwierig. Na also, alles schon leer. Dann mal los. Ah, die Kiste würde ich noch gerne mitnehmen. Was hat eine Nora denn im verbotenen Westen zu suchen? Wer sagt, dass ich nach etwas suche? Du bist ja wohl nicht nur der Aussicht wegen hier. Ich will etwas in Ordnung bringen. Ja, so schnell speichern. Gut, behalte deine Geheimnisse. Ich sollte wohl dankbar sein, dass du meine Probleme auch in Ordnung bringen willst. Gut, ja, was war denn noch? Da drüben ist nochmal sowas. Ah, okay, wir laufen aber hier lang. Gut. Dann laufen wir mal hier lang. Interessant. Wir sind da. Super. Und jetzt? Ah, okay. Da hoch. Bevor wir rein. So, will ich noch was sagen. Okay. Ich ernte mit dir Maschinenherzen, wenn ihr so an Wasser kommt. Ja, tun wir. In diese Schlucht treiben wir die Maschinen. Dann kesseln wir sie ein und töten sie. Gut. Wir müssen über die Absperrung reinklettern. Sind wir drin? Sei kampfbereit. Dort sind gute Leute gestorben. Mal sehen, wie sich die Streiterbezwingerin schlägt. Du zuerst, ich folge. Pass gut auf die Herzen auf. Ich nehme sie später. Hol uns das Ganze doch mal an. Okay. Ah ja. Gut,
das sind jetzt glaube ich nicht so viele. 3 Stück zähle ich jetzt mal so schnell auf den ersten Blick. Ja, okay. Ah ja. Habe kein Mist erzählt. Ein paar sind echt draufgegangen hier. Ich glaube mal, der kommt hier gleich nochmal rum. Ein Verwüster auf der Jagd. Gerüstet für einen Kampf. Aber ob wir den gleich ausschalten können? Ja. Oh, hat er sich jetzt sehen lassen? Gut. Ah, Lack. Ah, das gefällt mir nicht. Kommt er damit jetzt oder wie hat er sich das vorgestellt? Ach Mann. Wir haben wieder das gleiche Problem wie immer bei solchen Sachen. Wir sind erstmal ein Knockout. So. Aber mal kurz. So. Ja. Da müssen wir erstmal gucken. Den haben wir gleich. Da hinten ist das Teil. Ja. Macht nicht so viel. Der hat den letzten unter der Brust leider. Okay. Okay. Keine Munition mehr, ist nicht so gut. Ah. Das Feuer immer. Gut. Gut. Mach mal so eine. Ja, ich brenne gerade nur noch. Gib mir einen Moment. So. Passt. Hätten wir. Ah ja, die Verwüsterkanone. Hätten wir benutzen können. Das hat ja nicht so viel Spaß gemacht, ne, vom Ding her. So, schauen wir mal, dass wir hier alles einsammeln. Oh, noch ein Verwüsterherz. Wir haben noch hier drüben einen ausgeschaltet. Da haben wir einen. Das sind alle Teile, die wir brauchen. Ich sollte sie zu Draka bringen. Der ist da unten. Wir haben mal das Holz wieder mit und die Beeren hier. Wir haben mal zwischendrin ein bisschen auf den Kopf bekommen, ne? Ja gut, wo ist er denn? Da ist er ja. Ah, okay. Bisschen dramatisch aus. Mögen die Flügel der Zehen dich heimtragen, Bruder. Ich hab die Herzen. Wir sollten nach Pfeilhand zurück. Ja, zumindest könnten wir die Soldaten bestatten. Moment. Da wütende Maschinen kein Problem für dich sind. Ich will noch einmal zu dem Donnerkiefer zurück. Dort starben noch mehr Kämpfer. Ich lasse sie nicht dort. Sie verdienen auch eine Bestattung. Begleitest du mich? Geh voraus. Gut, dass du dabei bist. Wo dahin? Ich lass mir mal gleiten. Gibt hier wahrscheinlich eh nur die eine Richtung, ne? Ach Mann, ey, hüpf doch. Da kommt er. Gut. Unfassbar, dass so viele sterben müssen. Für Wasser. Hast du mit deiner Kommandantin in Brennspeer gesprochen? Ach, bitte, die hört doch nur auf das Geräusch eines gespannten Bogens. Was das angeht, im Ernstfall wüsste ich deinen gerne auf meiner Seite. Bin nur auf der Durchreise, Draka. Den Versuch war's wert. Was hier ist es? Hier ist es, wo der Donnerkiefer meinen Trupp zerfetzt hat. Tut mir leid, Draka. Sie waren Krieger, bis zum Ende. Wir sollten loslegen. Da ist noch jemand am Leben, bei den Felsen. Bei den Felsen? Er läuft da lang? Ich denke mal, er weiß wo. Der Boden. Vorsicht, der Boden. Was meinst du, Soldat? Gräber. Ich kann das noch drehen. Oh. Ja, nett.
das wird nichts. Ah, der ist noch da. Ich dachte, der taucht ab. Machen wir mal kurz ein bisschen Munition. Gut. Gut, die sind ja süß. Gut. Der Boden. Der Donnerkiefer ist zurück. Das wird heftig. Wo denn? Ah, oh ja, das wird ein bisschen sehr heftig. Ich glaube, das machen wir aber auch in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen dieser Folge. Schaltet doch gerne morgen wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.